What the fuck? Hier ist ja alles überarbeitet, aber die Musik, die brauche ich mal gar nicht. Aus, aus, aus. So. Erstmal, hallo Leute. Ich wollte gerade schlafen gehen und habe halt noch gesehen auf Twitter, dass hier ein Beta zur Verfügung ist für CSGO für das neue Overlay, was jetzt in Zukunft kommen wird. Und da dachte ich mir erstmal so, was? ich habe mir das jetzt gleich mal runtergeladen und beschlossen, ich mache da einfach mal ein kurzes Video dazu. So ohne Art Reaction. Es sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Alleine, jetzt sage ich mal, da der Charakter, was hier steht. Nice, nice. Okay, wir haben hier rechts mal die Freunde. Okay, das klappt so aus. Freundesliste. Was ist das? Leute in der Umgebung. In den letzten Begegnungen. Und Freundschaftsanfragen. Ah, da sieht man den Rank jetzt von na? Duell. So heißt das Spielmodus. Sieht man ja auch. 13 Wins. Richtig hart. Aber irgendwie schade, dass man so jetzt nicht mehr sieht, wie viele Wins man hat. Muss man da so drauf gehen. Und ach ja, ich habe gestern einen T-Rank bekommen. Die. Ja, aber das ist auch nice. Weil da habe ich jetzt zum Beispiel das von der ES... Oder was war das? Von der MLG. Keine Ahnung, wo die war. Von 2015 oder so. Habe ich ausgerüstet. Eine Anstecknadel. Das sieht man da jetzt hier im Hintergrund auch. Wenn ich da jetzt, warte mal. Wo ist er denn? Den Haul ausrüst? Also da muss ich wahrscheinlich ins Inventar. Wie geht das? Inventar, okay. Oh mein Gott. Der verliert mein... Ich weiß nicht, sie ist komplett umgewogen. So, everything. Ja, aber ich will das irgendwie nicht... Da, newest Qualität. Oder was suche ich ja gar nicht? Ja, stimmt. Dann scroll ich hier runter. Hier ist er hier. Untersuchen. Als Abzeichen ausstellen. Wie nice sieht das aus? Ja, ich finde das übelst nice. Das ist schick. So, okay. Wir haben hier jetzt mal Inventar. Irgendwie, das erste, was mich jetzt, sage ich mal, stört, ist, dass man zum Beispiel, jetzt der einzige Unterschied, um zu erkennen, ob das jetzt ein Red Skin ist oder ein Pink Skin, ist jetzt im Prinzip nur diese eine Streifen links. Das ist mir irgendwie zu wenig. Okay, das sind anscheinend die Symbole für City und T-Set ausgerüstet. Nur City, nur T. Aber das ist ja alles anders. Das komplette Overlay. What the fuck? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie? Oh, man kann die selber auch noch drehen. Nein. 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 Aber nur von links nach rechts und nicht von oben nach unten. Das könnte man vielleicht auch noch ändern. Was ist hier? Also die Information. Inspect Player Mode. Das geht auch. Kann ich den auch? Den kann ich auch drehen. What the fuck? Aber nur mit der Maus. Wenn ich den zwar anklicke und gedrückt halte die linke Maustaste, kann ich den zu den Kreis drehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt sag Boy, dann nimmst du die Haul. Genau, Ausrüstung. Nein. Hä?
Untersuchung, ich verliere den Überblick. Wie nice sieht das denn aus? Aber Jungs, das ist ja wirklich. Ich wusste ja, dass irgendwas Großes kommt, aber ich wusste nicht was oder wann. Ich war echt auch schon am Überlegen, ob ich jetzt nicht langsam am Anfang meine Skins zu sellen, bevor die noch weiter im Preis sinken, aber ich glaube, das war jetzt die richtige Entscheidung. So was sehe ich hier. Aber es ist sehr ungewohnt, also da findet man sich gleich zurecht, aber hier irgendwie, das ist komplett ungewohnt. Fühlt sich auch irgendwie leicht seltsam an, aber ein gutes seltsam. Also man kann sich da dran gewöhnen. Ich werde mal, warte mal. Nahkampf. Da habe ich das so als Icon. Und bei den Handschuhen habe ich im Prinzip noch das alte Vorschaufenster. Das ist, wenn ich jetzt untersuche. Ja, da habe ich ein. Das könnte man auch noch ändern. Das ist wie beim neuen ist. Man sieht man den, wenn man halt auf den, na, auf den CT umschaltet. Das muss ich das anschauen kann. Oder wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, der hält jetzt das Knife in der Hand, dass ich da reinzoomen könnte. Und man das, oder rauszoomen, und man das halt genau anschauen von oben nach unten. Nicht nur von links nach rechts, das wäre halt der übelste Shit. So. Inventar, was haben wir da? Watch Matches. Meine letzten Spiele waren grausam. Live Matches. Download Streams. Der Clown kommt jetzt auch irgendwann im Tournament, glaube ich, wieder. Dann dieses Monat oder nächstes Monat. Overwatch, willkommen bei Overwatch. Overwatch dient der CSGO Community zu. Okay, da ist es. Haben sie den eigenen. Okay. Und das sind die Settings. Offiziell Matchmaking. Okay, die haben das jetzt eingeteilt in wie? Diese Kartengruppe enthält die beliebtesten Bombenentschärfungskarten aus Operation Hydra sowie einigen Karten aus der Reservengruppe. Nicht in der aktuellen Kartenauswahl für Wettkämpfe. Austria shipped? Shipped es? War shipped? Shipped's neu, oder? Das war ja nicht. Train, Overpass, Nuke, Canals. Ja, aber Nuke ist ja in der offiziellen Kartenauswahl, so viel ich weiß. Lower Pass auch und Train auch. So, diese Kartengruppe enthält die beliebtesten Bombenentschärfungskarten aus Operation Hydra sowie einigen Karten aus der aktuellen Kartenauswahl für Wettkämpfe. Normalerweise wäre da ja dann auch die 2 dabei, aber das haben die anscheinend extra gemacht. Dann für die ganzen Geisel-Maps. Aber kann ich jetzt, wenn ich jetzt. Achso, das geht glaube ich gar nicht mehr. Man kann keine einzelne Map so mehr suchen, außer die 2. Deathmatch dasselbe. In Wingman kann man sich jede einzelne aussuchen. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nur Shortcuts spielen, wäre das im Prinzip möglich. Und das finde ich auch nice. Da sieht man jetzt wirklich, ob man jetzt nur Prime spielt oder nicht. Vorher wusste man ja gar nicht, ob man jetzt nur Prime sucht, gar nicht, oder ob das jetzt andersrum ist. Okay, das ist auch nice. Freunde brauchen Einladung, oder das jetzt nur von einer gewissen Gruppe. Dann werde ich das jetzt wahrscheinlich dann in Zukunft umstellen auf... Zack. No. Lassen wir gleich so. Shop hier gleich, da kann man
gut Keys reinkaufen wieder. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die jetzt dann wieder teurer werden. Auf Z20 oder so. Sollte man vielleicht jetzt mal investieren. Shop, shop. Aber wie komme ich jetzt so in den, welches denn in den Steam-Markt gehen will? Ich kann mir das jetzt so gleich kaufen. Kann ich mir die Stückzahl einstellen? Ja. Aber wenn ich jetzt so einen Steam-Markt will, muss ich wahrscheinlich über Inventar. Hey, ich kenne mich gerade nicht aus, ne? Das Ganze ist ja eigentlich noch in der Beta. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Das ist ja noch kein Update, das was jetzt sozusagen schon heraus ist. Man kann sich das die Beta-Datei aber schon herunterladen. Das werde ich euch dann auch noch zeigen, wie das geht. Warte mal, kann ich da jetzt eine Case aufhebeln? Und Container sind more. Ich hebel jetzt einfach mal Kisten auf. Ich meine, wenn ich jetzt... Oh mein Gott, wie schaut das aus? Wie schaut das aus? Wie schaut das aus? Wenn ich jetzt Knife oder sowas ziehe, ist halt blöd, weil ist gerade kein Road to Knife oder Glove Unboxing, aber ich will wissen, wie das jetzt ist. Oh mein Gott, wie schaut das aus? Hey, ich bin gerade so gehypt von dem Game. Das... Oh nein! Und das Glück ist da. Warte mal, wie sehe ich jetzt die Condition? Info? Nein, da ist Info. Float 0,4, okay. Die Float ist nicht so nice. Hey, nein, ich finde das übelst nice. Ich hebel da jetzt noch ein paar auf. Zwei hiervon. Und dann vielleicht noch eine. Aber ich bin hyped. Also, mir fehlen eigentlich jetzt wirklich die Worte. Und ich bin froh, dass das endlich mal was passiert. Ist halt die Frage, wann das dann tatsächlich, wenn der Patch kommt. Ich sag mal, es wird circa noch ein, zwei Wochen dauern. Aber da war irgendwie jetzt nur der eine Kiste auch lucky. Hier, wenn ihr Steam offen habt, ihr geht einfach mal auf Bibliothek, Spiele, dann Counter-Strike, Global Offensive, Eigenschaften, dann öffnet sich da so ein kleines Fenster. Bei Betas könnt ihr dann hier auswählen, na, da habt ihr halt mehrere Versionen zur Auswahl. Und das neue Overlay wäre jetzt Panorama UI Preview. Das rüstet ihr einfach, also wählt ihr aus, schließt und dann startet ihr CSGO. Dann ist ein kleines Update, was ein 2 Minuten dauert. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Datei war. Ich habe darauf nicht geachtet. Dann startet ihr einfach ganz normal CSGO. Und ja, könnt ihr euch das selber anschauen. Der Ladebildschirm ist mal anders. Die Map sieht anders aus. Viel detaillierter irgendwie, oder wenn nicht. Ich habe eigentlich noch nie so richtig drauf geachtet im Loadscreen. Oh mein Gott. Ich wusste da... Es ist in-game alles anders. Oh mein Gott, ich... Die Maus empfinde ich ja diesmal kleiner. Ich sehe hier drinnen das Geld von den Mates. Aber ich spiele halt jetzt gerade 16:9, ich kenne mich gerade gar nicht aus. Ich spiele normal 4:3. So, aber what the fuck? Man sieht... Oh mein Gott, da einer ist schon tot von meinen Mates. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, Alter. Das fickt mein Brain hier. Was haltet ihr von den Updates? Eure Meinung, mich würde es wirklich interessieren. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, was haltet ihr von den Updates. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Die Glocke zu aktivieren wäre auch ziemlich hilfreich. Und dann sage ich auch nur noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.